Die frisch eingeführte Wildcard-Rule sorgte am Montag dafür, dass Roman Reigns wieder bei RAW auftauchte. Auch SmackDown Live erhöhte bot dank der neuen Regel größere Star-Power auf. Bildergalerie: Die größten WWE-Champions aller Zeiten mit Hulk Hogan, John Cena, The Rock. 48 Bilder. Mehrere Gastauftritte von RAW-Stars mündeten in zwei unangekündigten Titelmatches, in einem davon krönte der nach WrestleMania mit einer ungenannten Verletzung pausierende Daniel Bryan sein Comeback. Eröffnet wurde die Show von AJ Styles, dem prominentesten SmackDown-Abgang im Superstar Shake-Up im April. Er nutzte die Wildcard-Rule, um im Hausset AJ Styles Bild nach dem Rechten zu sehen. Unterbrochen wurde er vom neuen RAW-Kollegen Sami Zayn. Trotz der Müllcontainer-Attacke von Braun Strowman am Montag und ihrem eigentlich lebensgefährlich anmutenden Ende. WWE-Champion Kofi Kingston kam auch noch hinzu und freute sich, Styles ein Match um seinen Titel gewähren zu können. Zayn allerdings verbat sich das und forderte selbst eine Titelchance. Kingston erwies sich als Fighting Champion und erklärte sich bereit, den Titel gegen beide zu verteidigen, nur einen Tag nachdem er bei RAW-Champion Bryan in die Schranken gewiesen hatte. Daniel Bryan und Roh neue Tag Team Champions. Zu einem weiteren kaderübergreifenden Titelmatch kam es, als Shane McMahon wie angekündigt die vakanten Tag Team Titel von SmackDown neu vergeben wollte. Als Nachfolger für die Hardy Boys, welche die Gürtel wegen einer schweren Knieverletzung von Jeff Hardy abtreten mussten, wollte er Rückkehrer Bryan und dessen Partner Roh ernennen. Dagegen hatten jedoch die eigentlich zu RAW gewechselten Jimmy und JUSO etwas, die ihrerseits ihren Hut in den Ring warfen. Shane O'Mac setzte ein spontanes Match an, in dem Kraftpaket Rohn zum entscheidenden Faktor wurde. Rohn widerstand mehreren Superkicks der Usos und zwang Jay mit der 1CLAW in die Knie. Der umweltbewusste Bryan ist wieder The Planet Champion, nur jetzt eben in einer anderen Division. Wissenswertes zum Thema Wrestling: So funktioniert das Imperium The Kampfsport Wrestling. Das ist der neue WWE-Rivale im Kampfsport Wrestling. Das ABC des Wrestling Kampfsport Wrestling. So wollte WWE AEW ausschalten. Kampfsport Wrestling wird im TV und Netz. Was läuft wo? Kofi Kingston trifft auf AJ Styles und Sami. Seinem Ende der Show folgte das Triple Threat Match, das mit einem weiteren unerwarteten Auftritt endete. Kingstons derzeitiger Erzfeind Kevin Owens, der eigentlich erklärt hatte, an seinem 35. Geburtstag nicht in der Halle zu sein, griff in den Kampf ein, indem er Kingstons New Day-Partner Xavier Woods erneut seine gefürchtete Powerbomb gegen den Ringrand verpasste. Owens alter Partner Zayn nutzte die Ablenkung, verpasste Kingston gleich drei Blue Thunderbombs. Kingston aber befreite sich. Zayn wollte dann mit dem Hellover Kick alles klar machen, Kingston aber konterte mit Trouble in Paradise, behielt seinen Titel und schwor am Ende der Show Rache an Money in the Bank Gegner Owens. Weiteren Highlights: Der unverletzte Hardy-Bruder Matt und Ed Huth wurden erneut Opfer einer Attacke von Lars Sullivan, diesmal hinter den Kulissen. In einem Vorgeschmack auf das Money in the Bank Match der Männer trafen Ali und Andrade aufeinander. Das Match endete ergebnislos, als Randy Orton sich beide vorknöpfte und mit spektakulären Variationen seines RKOs Schachmatt setzte. Nach dem Tag Team Titelmatch folgte der vierte RAW-Gaststar. The MIZ attackierte seinen Erzrivalen Shane McMahon, dem allerdings das B-Team aus Bo Dallas und Curtis Axel zu Hilfe kam, die sich damit gegen ihren ehemaligen Mitstourage-Anführer wandten. Zusammen übermannten McMahon, Dallas und Axel zu MIZ. In einem Tag-Team-Match trafen die drei SmackDown-Teilnehmerinnen des Money in the Bank-Matches der Frauen aufeinander. Mandy Rose und ihre Partnerin Sonya Deville besiegten Carmella und Ember Moon. Anschließend kündigte Paige an, dass das Siegerteam kommende Woche auf ihre Schützlinge Asuka und Kairi Sane treffen werde.
Ali vs. Andrade, No Contest vs. SmackDown Tag Team Title Match vakant, Daniel.